Yo, servus Leute, was geht ab, ja? Und heute zwar kommen wir zu dem versprochenen Video, was kommt denn in den Gewinnspiel-PC, ja? Also was bauen wir denn da genau rein? Und zwar folgendes, ich werde jetzt hier kurz ein Fenster aufmachen für euch, ja? Und dann werde ich euch jetzt ein bisschen zeigen, werde ich euch ein bisschen präsentieren. Und wir haben uns tatsächlich noch was überlegt. Bei den Gehäusen haben wir uns gedacht, hey, wisst ihr was? Wir lassen einfach die Community entscheiden, ja? Also wir lassen euch einfach entscheiden. Deswegen wäre es ja angebracht, wenn ihr auf den Discord kommt, ja, weil hier werden wir extra einen Channel machen, wo wir euch drei Gehäuse vorstellen und da könnt ihr dann quasi abstimmen, ja, und könnt ihr sagen, was euch denn am besten von den Gehäusen gefällt. Ich werde dann noch kurz jetzt auf den, also bei den Gehäusen werde ich auch kurz noch ein bisschen drauf eingehen und dann könnt ihr quasi sagen, ja, das Gehäuse gefällt mir oder so und dann werden wir das auch nehmen, ja. Also, kurze Anmerkung auch noch dazu. Wir hoffen, dass das auch alles passt. Ja, im Moment ist es ja ein bisschen schwierig mit der Post und so weiter und so fort. Falls da was schief gehen sollte, gibt es dazu ein Update-Video. Ja, falls das Ding nicht verfügbar sein sollte, dass es entschieden wird oder so. Aber ansonsten sollte das, denke ich, alles fix gehen. Ja, dass das alles auch soweit passt. Ja. Ansonsten würde ich euch doch bitten, für die ganzen Sachen unten in die Kommentare packt ihr auch mal ruhig rein. Ja, wenn ihr beziehungsweise für was für ein Gehäuse ihr euch entscheiden würdet. Ja. Und warum und weshalb, ja, was euch da am besten dran gefällt, genauso wie für den PC jetzt, ja, was ihr davon haltet, ja, dann wäre es natürlich auch nice, wenn ihr da ein Like da lassen würdet und vielleicht auch noch ein Abo, wenn ihr Bock habt. Wir haben jetzt die 600 geknackt, ja, also das sage ich schon mal mega, mega danke dafür, ja, ist eine geile Aktion. Der liebe Travis und ich haben uns schon überlegt, ja, dass es so gut abgeht, dass wir vielleicht uns da noch irgendwie was überlegen, in der Hinsicht, dass wir vielleicht noch was Großes machen, ja, wenn wir vielleicht noch tatsächlich die 700 knacken sollten, also ich zum Beispiel. Und er die 500 bei sich, oder dass wir tatsächlich auch noch in Richtung bei mir 1000 gehen und bei ihm, keine Ahnung, 6, 7, 800, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ja. Also, wir halten uns da mal alle Optionen offen, wäre auf jeden Fall mega geil, ja. Ich bin extrem gehypt, bin auch total ein bisschen überfordert, genauso wie der liebe Travis. Wir hätten nicht gedacht, dass es so abgeht, ja. Und ja, wie gesagt, wäre auf jeden Fall cool, wenn wir da das auf jeden Fall knacken würden und dass wir uns da noch ein bisschen was Größeres überlegen würden für so einen Meilenstein, eventuell noch da irgendwas dazu zu packen oder so und ja, dazu kommt natürlich auch noch das mit der Sache mit den Charity-PCs, ja. Deswegen erzähle ich jetzt erst alles und danach kommt das mit dem PC, ja. Also, der liebe Travis hat da schon ein bisschen so angefangen. Er habt ja gestern wahrscheinlich eventuell seinen Stream gesehen. Da hat er angefangen, einen Charity-PC zu bauen. Bedeutet, wir suchen uns jetzt, haben wir uns überlegt, so alle 3 Monate ungefähr, wollen wir das regelmäßig machen. Wenn wir natürlich finanziell ein bisschen besser dargestellt sind, dass der Kanal weiter wächst, wollen wir das auch häufiger machen, dass wir uns einfach jemand aus der Community aussuchen. Das heißt jetzt auf dem Discord oder wahrscheinlich, sehr höchstwahrscheinlich im Livestream, ja, dass wir uns da quasi jemand aussuchen, der einen Kack-PC hat, ja, und dass wir dann sagen, hey, pass auf, schick uns das Ding zu, wir gucken, was wir tun können, dass wir vielleicht ein bisschen was upgraden können, sei es Grafikkarte, Prozessor, RAMs oder sonst irgendwas, ja, was wir dann natürlich auf unsere Kappe nehmen. Deswegen, falls ihr da draußen was habt und wollt ihr zum Beispiel dran teilnehmen, könnt ihr das gerne uns zusenden, wir werden es dann für die Community verwenden, ja. Falls ihr irgendwie noch einen PC zu Hause rumstehen habt, könnt ihr gerne tun. Ja, wie gesagt, ich werde euch mal die E-Mail-Adresse nochmal einblenden. Hier, da oder hier. Dobermann18@gmx.net. Ja. Und falls ihr daran Interesse habt oder halt, wie gesagt, auf den Discord-Server kommen oder in die Kommentare packen. Und da können wir das bestimmt irgendwie machen. Und das wollen wir halt auch regelmäßig machen, weil wir uns einfach, wie gesagt, gedacht haben, das passt auf jeden Fall gut. Wir wollen euch gerne damit helfen. Ja, wir haben Spaß daran. Wir können dann einen Livestream daraus machen, können das Ding live bauen und so weiter und so fort. Und ihr habt was davon, wir haben was davon und dann hat jeder was davon, würde ich doch fast mal sagen. Ist doch eine coole Aktion, ja. Und ja, und dementsprechend, wenn der Kanal weiter wächst, vielleicht wird es auch dann mehr mit den Gewinnspielen. Also wir werden uns da definitiv dann auch wieder was einfallen lassen für das nächste. Und dass ihr auf jeden Fall Freude daran habt, dass es so viel Spaß macht, ja. Also, das waren jetzt erstmal die ganzen Fakten. Wir haben hier das Gewinnspiel, die ganzen Sachen, beziehungsweise wir haben hier das mit dem Charity-PC. Das war mir wichtig, das nochmal zu sagen, ja. Und ja, jetzt würde ich einfach sagen, ich blende mich jetzt mal kurz ein, blende die ganzen Sachen ein hier, was wir hier alles haben quasi, was wir jetzt verbauen. Und dann hoffe ich, passt es für euch, ja. So, warum was denn hier? Fensteraufnahme. Also, was haben wir als erstes? Wir haben hier ein schönes Gigabyte Board, ja, das B150 HD 3P. Ja, und das, wie man sieht, ist relativ nice, sieht auch gut aus, ist relativ schlicht gehalten, aber ist tatsächlich ein gutes Mittelklasse Board. Wir haben hier sogar USB 3.1, ja, und beziehungsweise mit Typ C. Müssen wir mal gucken wegen dem Gehäuse, wegen Typ C, weil die meisten haben das ja gar nicht teilweise. Und was wir halt auch wichtig haben, wir haben hier DDR4-Speicher, ja,
Und wir wollen mal schauen, wie weit wir das System noch optimieren können, was wir da noch rausholen können auf dem Board, weil normalerweise ist das Overclocking und so weiter den Z-Boards vorbehalten. Es ist aber schon ein guter PC und da kommen wir auch direkt rüber und gehen zu dem Prozessor. Und zwar kommt hier der Intel i7 7000K kommt hier rein, ja. Ihr habt gehört, 7700K, ja. Also es ist so definitiv schon ein Flaggschiff, ja. Wir haben hier 4 Threads, ja, beziehungsweise 8 Threads, 4 Kerne und boostet bis zu 4,5 Gigahertz, je nachdem, Temperatur plus minus, ja. Das ist auf jeden Fall ein Biest, ja. Ich habe hier oben noch kurz einen kleinen Benchmark aufgemacht, ja. Also ihr werdet schon sehen, was das Ding leistet. Das ist auf jeden Fall, also für ein Gaming-PC, wir haben gesagt, wir steigern uns, ja. Wir wollen gucken, was wir rausholen können und das haben wir jetzt hiermit getan, ja. Vielleicht können wir auch irgendwann mal ein neues System für euch bauen. Wäre cool, wenn da vielleicht irgendwann mal vielleicht noch ein paar Sponsoren dazu kommen würden. Einfach mal so einen kompletten Gaming-PC, AMD, Ryzen oder sonst irgendwas oder Intel, ja. So ein komplett frischer, komplett neu, ja. Wo ihr dann vielleicht auch ein bisschen mitbestimmen könnt. So, was haben wir natürlich noch? Wir haben hier die Crucial, die Ballistics müssten es, glaube ich, sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind es 2400 Megahertzer. Das ist vollkommen ausreichend für einen Intel-Prozessor. Bei AMD Ryzen sieht es ein bisschen anders da aus. Da haben wir natürlich die 16 GB Arbeitsspeicher. Und ja, ist auf jeden Fall eine nice Sache. So, was haben wir denn noch? Und zwar haben wir hier Netzteilen. Be Quiet, das kommt hier rein, ja. Müssten 550er Netzteil ist das auf jeden Fall. Und ja, ist mehr als ausreichend für das, was wir hier drin verbauen. Ist ein gutes Netzteil. Be Quiet ist sehr gut, ja. Kann auch gut mit Spitzen abhaben. Und dann passt es auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir mal dazu. Und zwar habe ich hier mal kurz aufgemacht, hier bei dem lieben Benchmark hier bei dem Channel. Ja, lassen wir mal ein Like da, ja. Und zwar habe ich mal kurz hier gestoppt. Jetzt sind wir hier gerade bei Hitman, ja. Guck, 130 FPS zu 139 FPS gegen den 3600er Ryzen, den ich aktuell verbaut habe, einen i7 7700K, ja. Also guckt euch das mal hier an, ja. Und so sieht es in den meisten Spielen aus, teilweise, ja. Plus, minus, je nachdem. Also wisst ihr ungefähr jetzt bei Single-Core-Performance, wo der Prozessor hier liegt, ja. Was wir euch da geben, ja. Das ist schon eine coole Nummer. Ja, das ist nicht schlecht. Also habt ihr auf jeden Fall einen sehr potenten Prozessor hier drin, ja. Auch wenn das jetzt hier vielleicht ein Boost hier mit Übertakten und so weiter und so ist, ja, das ist ja unabhängig jetzt davon, aber ist auf jeden Fall eine geile Nummer und damit könnt ihr auf jeden Fall aktuelle Spiele zocken. So, jetzt bevor wir zu dem Gehäuse kommen, kommen wir zu der Grafikkarte. Grafikkarte ist im Moment so ein Thema. Ja, wir haben uns da schon einige ausgesucht, die wir eigentlich auch schon holen wollten, beziehungsweise, aber da das jetzt im Moment so explodiert ist mit den Preisen, ja, haben wir gedacht, wir machen keine rein. Nee, kleiner Scherz. Und zwar folgendes, wir sind im Moment am Schwanken, so 89er Ti, also quasi in die GTX, 1060, 1070 ungefähr so einem Dreh, ja. Also sowas von dem Dreh wird es auf jeden Fall werden, ja. Also wir wollen nicht unbedingt hingehen, wollen 7700K mit hier so einer billigen Grafikkarte, was weiß ich, keine Ahnung, 750er Ti oder irgendwas so kombinieren, das macht halt einfach keinen Sinn, ja. Wir hätten eine 67er schon haben können, eine 77er oder so, das macht halt, wie gesagt, das macht dann keinen Sinn, ja. Also deswegen wollen wir da gucken, dass wir da so einigermaßen eine gute Grafikkarte reinballern, zumindest eine 89er Ti. Die ist auf einem Niveau knapp 1070er ungefähr oder eine 1060er, je nachdem, plus minus. Wir müssen auch ein bisschen gucken, natürlich wegen Netzteil, ja. Ich hätte zum Beispiel auch schon eine R9 bzw. eine 390er haben können oder eine R9, eine Fury X oder so mit 8 GB oder 4 GB, aber die schlucken halt dermaßen 375 Power Last, ja. Da stirbt das Netzteil, das geht halt nicht, ja. Dementsprechend müssen wir da halt ein bisschen gucken, aber könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Ihr werdet so die meisten Spiele, auch teilweise die neuen Spiele, zwar nicht vielleicht ultra high oder auf high, aber zumindest auf mittel und die älteren ein bisschen oder so, könnt ihr definitiv mit 100 FPS plus minus oder so, sogar noch mehr, könnt ihr da durchziehen, ja. Wir werden dazu noch Benchmarks machen, beziehungsweise Videos, ja. Wir gucken, dass wir das System noch optimieren können, was wir hier rausholen können und ja, was wir dann spielen können, vielleicht Fortnite. Mal gucken, vielleicht kann es auch einrichten, dass ich wieder zu dem lieben Tribis fahre. Oder er kommt vielleicht zu mir runter, dass wir das Ding hier live zusammenbauen. Oder wie wir das genau machen, das wissen wir noch nicht. Deswegen bleibt einfach dran. Haut auf jeden Fall, wie gesagt, den Like raus und einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Und vielleicht auch ein Abo. Wäre auf jeden Fall eine geile Nummer. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Und ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir tatsächlich zu den Gehäuse. Ich stelle euch jetzt erstmal alle Gehäuse vor und sage schon, was da mein Favorit davon ist, ja. Also, wir haben hier jetzt erstmal das Kolink Observatory RGB-Gehäuse. Also ich muss sagen, das sieht gut aus. Das hier vorne ist jetzt nicht so mein Fall. Was wir halt beachten müssen oder so, was uns wichtig war, wir waren Preis. Wir haben uns so ein bisschen ein Preislimit gelegt. Ja, wir wollten gucken, dass auf jeden Fall schon mal RGB drin ist. Ja, das ist natürlich logisch, dass es hier sauber verarbeitet ist, dass wir hier so ein paar Filter haben, dass ein guter Lufteinlass da ist, mehr oder weniger.
Und damit halt auch so eine Glasfront ist und alles, ja. Und vor allem, dass das Mainboard halt reingeht und beziehungsweise die Grafikkarte. Was noch wichtig war, war uns, dass es natürlich euch gefällt und dass wir halt auch teilweise die Möglichkeit haben, die Dinger über einen RGB-Controller zu steuern, weil das Board leider keinen RGB-Controller hat, ja. Oder dass man später hingehen kann und sagt, wenn man das Board upgradet, schmeißt man die Lüfter raus, schmeißt andere Lüfter rein, die man dann über das Board steuern kann, oder dass wir das halt alles integriert haben. So, ich muss sagen, das Gehäuse sieht auf jeden Fall nice aus. Ich muss sagen, die ähneln sich alle teilweise. Wir haben hier oben die ganzen üblichen USB, USB 3.0, Reset-Knopf und so. Also alles, was da so üblich ist. Hier ist so ein bisschen was anderes. Hier haben wir natürlich die Festplatteneinschübe. Hier haben wir die ganzen Lüfter drin. Also es ist schon auf jeden Fall ein nettes Gehäuse. Jetzt kommen wir zu einem, das finde ich, das sieht eigentlich relativ nice aus. Und zwar haben wir das Golden Field, das Z21. Also in jedem Gehäuse sind drei Lüfter vorne, einer hinten, ja. Also das hier, der PC, also beziehungsweise der CPU-Kühler kommt hier in die Mitte rein. Und dann, wenn wir hier vorne einen ordentlichen Airflow haben, dass hier unten auch ein bisschen Festplatte mitkühlt, dass hier oben das hier quasi so durchzieht und dass der Lüfter hinten die Luft rausdrückt. Zur Not könnte man natürlich hier oben auch noch zwei Lüfter reinmachen oder eine Wasserkühlung. Deswegen heben wir uns die Option hier offen im Endeffekt für euch oder beziehungsweise wenn ihr das Ding dann später gewinnt, dass ihr das dann upgraden könnt, wie ihr wollt, ja. Ansonsten haben wir hier auf jeden Fall, in diesem Gehäuse haben wir sehr viel Platz, wie man sieht. Hier können wir alle möglichen Mainboards einbauen, SSDs, hier das Netzteil hier unten. Können wir sogar noch ein paar Lüfter hier drauf zwirbeln, ja. Da haben wir viele verschiedene Möglichkeiten hier. Wie man sieht, das hier vorne gefällt mir extrem gut, ja. Hier, das haben sie nice gemacht, sieht nice aus. Lüfteinlass hier ist, naja, würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich eher schlecht, ja. Aber ansonsten sieht es ganz nice aus. So, und jetzt haben wir das, muss ich tatsächlich sagen, ja. Das sieht ein bisschen aus wie das Colink hier, ja. Beziehungsweise die sehen sich sehr ähnlich. Das hat hier auch wieder die ganzen Lüfter hier vorne, das hat hier die Front, ja. Was halt bei diesem Gehäuse sehr gut ist oder so, das kann man tatsächlich, kann man hier über Controller regeln und kann es auch mit dem Mainboard verbinden. Und ja, wie die ganzen Gehäuse performen hier und so weiter und so fort, ja, das wird sich dann im Endeffekt zeigen, wenn wir sie da haben, ja. Aber wie gesagt, mich würde tatsächlich interessieren, was für ein Gehäuse ihr von denen hier jetzt am schönsten findet. Deswegen, wie gesagt, kommt am besten auf den Discord. Link ist unten drin. Das ist der Discord von Tribus und von mir. So Leute, wie ihr seht, sind die Gehäuse alle ziemlich nice, ja. Und was gibt es da noch großartig zu sagen? Ja, ich denke, ich habe lange genug geredet mit den 12 Minuten oder so. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wie gesagt, packt die Kommentare, kommt auf den Discord und so weiter. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Thank you.